So Leute, willkommen mal wieder zu einem kleinen Ankündigungsvideo, wobei es wird wahrscheinlich gar nicht so klein werden, denn es gibt einfach super viel zu besprechen. So, und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass in letzter Zeit auf YouTube augenscheinlich eher weniger los war, aber es hat sich viel hinter den Kulissen getan und auf andere Weise. Und zwar haben es vielleicht einige von euch schon mitbekommen, ich habe eine neue Internetleitung bekommen und kann jetzt endlich streamen. Und deswegen habe ich jetzt schon ein paar Mal auf Twitch halt live gestreamt. Und ja, da haben wir ein paar Sachen ausprobiert. Wir haben ein bisschen Heroes of the Storm gespielt. Wir haben LOL gespielt und auch mit Jürgen zusammen und so. Und das klappt alles ganz gut. Und jetzt habe ich ein Voting gemacht, was ich für ein Offline- oder Singleplayer-Spiel halt spielen werde im Stream. Und gewonnen hat Dark Souls. So, das heißt, wir haben einen Dark Souls Run angefangen als Caster. Hier könnt ihr dann mal hier zur Dark Souls Playlist und hier zu meinem Twitch-Kanal. So, das erste. So, das Voting geht aber noch weiter auf Twitch. Es ist so ein Online-Voting, wo ihr halt, keine Ahnung, irgendwie, ich hab's nicht gewusst, bei der Plattform müsst ihr irgendwie Vorname und E-Mail-Adresse eingeben, aber Vorname könnt ihr irgendwie Bernd Hugo schreiben und E-Mail-Adresse könnt ihr, glaube ich, überspringen oder so. Ich wusste das gar nicht, als ich die Umfrage erstellt habe. Und ich sehe das eh nicht. Ich sehe nur die Stimmen. Da könnt ihr zwei Stimmen abgeben. Ich wollte halt zwei, falls ihr euch nicht unbedingt entscheiden wollt, könnt ihr für zwei verschiedene Projekte stimmen, weil ich wahrscheinlich an einem anderen Streamtag noch ein Singleplayer-Spiel im Stream spielen werde. So, genau. Und dann erstmal zum Streamplan. Den seht ihr dann jetzt über mir. Und zwar, ja, Sonntag werden wir ab 12 abends halt anfangen zu streamen und da bin ich mir noch nicht sicher, in welcher Reihenfolge, aber ihr seht halt hier auf jeden Fall mal die Zeiten. Mittwochs dann ab 22 Uhr und Samstag auch ab 22 Uhr. Ich schätze, Samstag wird es dann halt erstmal mit Dark Souls weitergehen. Mittwoch wird so der LOL-Tag sein und Sonntag müssen wir mal schauen. Wir können Heroes of the Storm gerne im Stream weiterspielen, auch mit euch zusammen, wenn ihr Bock drauf habt und halt einen Alpha-Invite habt, wobei es ja bald die Beta kommt. So, dann außerdem, ja genau, das zweite Spiel, was dann im Voting oben steht, werde ich noch vielleicht eine Woche oder so machen, das Voting. Und dann werden wir vielleicht Sonntagabends das weitermachen. Ja, also das überlege ich mir noch ein bisschen. Genau, das wäre das Thema Twitch erstmal. Also könnt ihr vorbeischauen und, weiß ich nicht, mir ein Follow dalassen, dann seht ihr, wann ich streame. Weil ich streame auch manchmal spontan einfach zwischendurch, aber an diesen drei festen Terminen da ist es auf jeden Fall fest geplant, dass ich da online bin und halt streame und genau. So, dann zum nächsten Thema und zwar Monster Hunter. Monster Hunter kam jetzt auch lange kein Video mehr, weil wie gesagt auf YouTube war wenig los. Aber Monster Hunter werden wir jetzt, eigentlich müssten wir es diese Woche, je nachdem wann das Video kommt, also das Video hier, das hier, abschließen. Zumindest soweit, wie ich es geplant hatte mit dem High-Rank-Story-Mode. Das heißt, wir sind dann da mehr oder weniger durch. Ich habe im Stream auch schon Monster Hunter mal gespielt, ein bisschen gefarmt und so, was sich eigentlich auch voll super macht. Bis auf, dass meine Game-Capture-Karte ein kleines Delay hat. Aber es sind halt 2 bis 3 bis 4 Sekunden. Aber okay. Muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Genau, und das heißt, Monster Hunter Online habe ich ja im letzten Hört-Hört-Video, das ihr hier seht, gesagt, dass wir das streamen werden? Habe ich streamen gesagt? Ich weiß nicht. Zumindest online spielen werden. Aber halt, ich würde es gerne mit euch zusammenspielen, weil alleine ist es ein bisschen witzlos, das online zu spielen, weil ich es halt gerne machen würde. Und wenn wir eine feste Gruppe oder auch eine unfeste Gruppe finden, es muss ja keine volle Vierergruppe sein, aber so zu zweit, mindestens zu zweit, aber so zu zweit oder zu dritt wäre schon ganz nice, dann können wir das auch gerne online zocken und dann können wir das auch im Stream zocken, von mir aus. Und halt auch, ich werde es dann auch aufnehmen und re-uploaden. Das zu Monster Hunter halt erstmal. Also wir werden es online auf jeden Fall spielen, wenn sich Leute finden. Ansonsten wird es jetzt halt ein bisschen ruhen, weil einfach auf YouTube jetzt super viel los sein wird. Ich meine, bei mir ist in der Uni super viel los, aber auch auf YouTube wird super viel los sein. Und dann halt auch auf Twitch und so. Und deswegen bleibt einfach keine Zeit für sowas wie Monster Hunter, wo man noch auch eigentlich ziemlich viel farmen muss. Wenn sich da Leute finden, dann kann man das halt verbinden im Stream und auch im Stream farmen und als Gruppe farmen und so, dann ist es kein Problem. Aber ansonsten, tut's mir leid, müssen wir das halt ein bisschen zurückfahren. Beziehungsweise erstmal halt ein bisschen aussetzen, weil es kommen halt andere Sachen einfach. So, und dann jetzt noch der wahrscheinlich letzte Punkt für das Video.
wie geht's auf YouTube erstmal weiter? Weil, wie gesagt, jetzt kamen ja diese ganzen Let's Plays, kamen ein bisschen ja ins Stocken. Und ihr habt aber vielleicht mitbekommen, ich habe ein kleines Unboxing gemacht, könnt ihr hier nochmal nachschauen, von einer Loot Raider Box. Es war sehr nice, hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin Batman. Und dann habe ich einen kleinen Guide gemacht zu Heroes of the Storm, zum Champion Nova und so ein kleines Spotlight halt. Kennt ihr vielleicht von LoL, die Champion Spotlights, und so ein bisschen habe ich das versucht daran anzulehnen. Wie gesagt, halt gleich mit so ein bisschen Tipps und Tricks und Guide. Und davon wird es demnächst auf jeden Fall mehr geben. Und auch was so Unboxing betrifft, weiß ich es nicht. Aber auf jeden Fall werden einige LoL-Formate, die in Planung sind, halt entweder weitergeführt werden beziehungsweise neu kommen. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Das heißt, auf meinem YouTube-Kanal wird es dann eher so ein bisschen aufwendiges Schnittzeug und sowas geben, was, also es wird auch Let's Plays geben. Allerdings versuche ich mit Let's Plays immer so ein bisschen in eine geilige Richtung einzuschlagen. Ich meine, Risen ist halt blind. Und genau, Risen werden wir halt auch noch abschließen. Risen wird weitergehen, aber halt einmal die Woche dann ungefähr, ne? Das XXL-Format. Und ja, ansonsten, wie ihr hier schon sehen könnt, in der Playlist ist das der Dark Souls Stream Re-Upload. Das heißt, wenn ihr den Stream nicht geschaut habt, aber mir beim Failen zusehen wollt in Dark Souls und es aber zu spät ist, weil ihr arbeiten müsst oder in die Schule oder was auch immer, könnt ihr das hier nachholen. So. Genau. Das heißt, die Sachen, die ich offline spiele oder im Singleplayer, die werde ich auch auf YouTube dann hochladen als Re-Upload. Und halt auch mit dem Chat drin und so. Und dann nicht, dass ich hier diesen Geisteskranker mit mir selber rede. Nein, ihr könnt ja auch den Chat mitverfolgen und sowas. Quasi als, Let's Play-Ersatz. Weil ein Let's Play will ich halt immer ein bisschen geilig gestalten. Und blind gucken wir uns das ganze Zeug im Stream an. Genau, bei einem Let's Play, so wie bei Monster Hunter, wo ich halt einfach relativ viel Vorwissen habe zu der Reihe oder zu dem Spiel, will ich halt versuchen, ein paar Tipps zu geben. Und damit ihr einfach wisst, wie es demnächst weitergeht. Und der Rest, wie gesagt, werden dann halt so Heroes of the Storm Guides werden definitiv noch kommen, denn es beginnt ja am 13. dann die Closed Beta, wobei das ja Blizzard mehr oder weniger Open Beta heißt, ne? Da werden halt Guides kommen, dann wird League of History endlich weitergehen. Das ist halt super viel Arbeit, diese ganze Recherche, aber egal. Und es wird noch ein neues LoL-Format kommen. Und dann vielleicht halt das Party-Queue-Format. Würde ich gerne fortsetzen, weil es halt einfach witzig ist. Vor allem mit Schlaraffen-LP hier zu seinem Kanal und zu Lederzwerg Gaming da. Das ist einfach so lustig mit denen, ey. Ja, Leute, das war's dann, glaube ich, erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Und ich hoffe, es war nicht zu informativ. Es waren jetzt, glaube ich, super viele Informationen erstmal. Aber ich wollte alles in ein Video packen. Und ich hoffe, es war auch nicht ganz zu lang. Wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal bei einem Guide irgendwas sehr Schießklopp Zeug. Oder wir sehen uns auf Twitch live im Chat. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, könnt ihr mir gerne einen Daumen oder ein Abo da lassen, damit ihr einfach up to date bleibt, damit ihr einfach wisst, was als nächstes kommt und das auch mitkriegt. Und mir gerne auch auf Twitch folgen, damit ihr, wie gesagt, wisst, wann ich live bin und ein bisschen rumfehle. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und ich sage bis dahin.